Es gibt Autos, die so selten sind, dass man bis ans Ende der Welt reisen muss, um sie zu sehen. Oder, wie in diesem Fall, bis nach Teneriffa. Manchmal hat man ja wirklich Glück. Heute ist so ein Tag, so dieses Vorfreudegefühl, das man noch als Kind kennt, kurz vor Weihnachten, wenn die Geschenke dann da sind. Und heute darf ich den McLaren 675 LT fahren. Allerdings, der ist limitiert auf nur 500 Stück und die sind alle schon ausverkauft, innerhalb von 2,5 Wochen, komplett weg. Und limitiert ist auch das Stichwort, denn das ist auch meine Zeit heute. Und deswegen werde ich jetzt gar nicht großartig rumstehen und reden, sondern gleich losfahren. Fast hätte ich es vergessen. Das ist der Spider. Genauso selten wie das Coupé, gleiches Carbon-Chassis, aber dank klappbarem Hardtop noch spektakulärer. Ich werde gleich sehr viele ganz sicher sinnvolle Dinge sagen, aber die Straße ist gerade sehr gut. Also fahren wir mal einen kurzen Augenblick. Wir sind gerade in Normal. Wir haben mehrere Auswahlmöglichkeiten dafür hier. Normal, S und T, Sport und Track. Wir haben nicht viel Zeit heute, also gehen wir mal gleich auf Track. Gucken, was passiert. Er wird sofort wesentlich steifer. Das ganze Auto fängt an, so ein bisschen zu springen. Ist vielleicht ein bisschen zu hart für die normale Straße. Ich glaube, wenn man dieses Auto kauft, für 340.750 Euro. Dann wird man das niemals leid sein. Die Beschleunigung ist einfach atemberaubend. Und die Straße ist sehr eng. Also eine Rennstrecke wäre definitiv richtig für dieses Auto. Aber wenn man mal einen 675 LT fahren kann, dann fragt man eigentlich nicht, wo das sein soll. Nur 2,9 Sekunden dauert es, bis der Spider die 100 km/h-Marke durchbricht. Der mittig verbaute V8 leistet 675 PS. Zu verdanken ist das der Turboaufladung. Und anders als Ferrari beispielsweise, will McLaren das auch gar nicht verstecken. Also Ferrari versucht ja diese Saugmotor-Charakteristik nachzubauen. Bei McLaren ist das gar nicht notwendig. Es ist ein Turbo und der fühlt sich so an. Man spürt das im Pedal, es gibt dieses Turboloch, man tritt durch und es passiert nichts. Und dann auf einmal, bam, geht es vorwärts. Aber er klingt nicht schlecht, wenn er hier von diesen Felswänden zurückhalt. Wenn man dann tatsächlich ein bisschen aufs Gas geht am Kurvenausgang, dann schwänzelt er auch gerne mal hinten raus. Was aber nicht daran liegt, dass er irgendwie gar nicht den mechanischen Grip aufbauen kann, sondern dem geschuldet ist, dass die Leistung einfach unfassbar ist. Wenn wir schon beim Handling sind, muss man eigentlich auch die Sperre erwähnen. Beziehungsweise es gibt ja keine klassische Sperre, keine mechanische Sperre. McLaren macht das alles über Bremseingriffe. Die Idee kommt aus der Formel 1. Zu Zeiten von Mika Häkkinen und David Coulthard gab es auch so ein Prinzip, dass man dieses Giermoment über kleine Bremseingriffe nutzt, um das Auto dann in die Kurve zu bringen. Häkkinen gewann 2 Weltmeisterschaften. Die cleveren Briten greifen also auf erprobte Motorsporterfindungen zurück. Dieses Prinzip hat McLaren auch angewendet und übernimmt das für die Straßenautos. Alle übrigens, nicht nur den hier. Man spürt das nicht wirklich. Es ist so kalibriert, dass es sich wirklich anfühlt wie eine mechanische Sperre. Außer man bewegt das Auto wahnsinnig am Limit, dann kann man vielleicht diese Nuancen erkennen. Aber hier? Nee, beim besten Willen nicht. Auch Bauteile aus dem P1 kommen im 675 LT zum Einsatz. Darunter die Lenkung in noch direkterer Abstimmung. Es ist immer noch keine rein elektrische Lenkung, wie das manche Hersteller bei Supersportwagen schon machen. Der Vorteil so einer Lenkung ist natürlich, dass die Lenkgeschwindigkeit entsprechend höher ist. Aber es fühlt sich dann auch ein bisschen künstlich an. Und das ist hier überhaupt nicht der Fall. Es ist ein rein mechanisches Gefühl. Und wir kommen nicht rum. Also wenn es so einen Kritikpunkt gibt, Wendekreis, ist nicht so geil. Das Doppelkupplungsgetriebe aus Italien von Graziano, gebaut in Turin für McLaren, speziell für alle Autos, also nicht nur für den exklusiv.
super schnelle Schaltzeiten. Auch am Limit, auch wenn man jetzt nicht so wie ich gerade hier so ein bisschen rumcruist. Die Kalibrierung wird allerdings von McLaren vorgenommen und wird individuell auf jedes Auto angepasst. Vielleicht fragt man sich jetzt, wo ist denn das Auto eigentlich angesiedelt in der Modellhierarchie von McLaren? Da gibt es ganz oben natürlich den P1. Und dann die Sport Series Modelle und Autos wie den 650S. P1 ganz weit oben, 650S in der Mitte so ungefähr. Und der hier, limitierte Version, natürlich auch noch als Spider, sitzt dann so dazwischen, preislich und fahrdynamisch. Die Bezeichnung LT steht übrigens für Longtail, also langes Heck. Eine Hommage an den legendären McLaren F1 GTR. 1995 gewann der Rennwagen die 24 Stunden von Le Mans. Die Charakteristik des Schaltens verändert sich auch. Wenn man jetzt so wie wir gerade im kompletten Track-Mode ist, dann fängt er auch an, so ein bisschen hinten raus zu ploppen beim Hoch- und Runterschalten. Achtung, einfach mal Gas. Ey, da freue ich mich ja wie ein Honigkuchenpferd über solche Sachen, ne? Wenn das Auto hinten bom, 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 bom macht. Das Unnötigste überhaupt, aber man benutzt einfach nur unverbranntes Benzin, um ein bisschen Spaß zu haben. Darum geht's bei solchen Autos. Völlig bescheuert, aber richtig witzig. Wer jetzt traurig darüber ist, dass die Spider-Modelle ausverkauft sind, keine Sorge. Inzwischen tummeln sich einige Exemplare auf dem Gebrauchtmarkt. Die Preise sind allerdings angestiegen. Auf über 500.000 Euro. So, das war's. Der Spaß ist vorbei. Das hier ist der Parkplatz, wo man uns Journalisten die Autos wieder abnimmt. Leider. Das Erlebnis mit dem LT. Das Zittern hört langsam auf. Ein absolut verrücktes Auto. Für mich geht's jetzt leider nicht da weiter, sondern nach Hause, wo ich meinen 11 Jahre alten Dieselkombi fahren kann.